Gabriel Knight, die Sünden der Väter. Und ich freue mich drauf. Das ist ein Spiel aus meiner. Ich kann es schon mal starten. Moment. Habe ich hier irgendwo? Ich weiß es. Wieder mal ein Spiel aus meiner Jugend. / Kindheit. Sorry für die kurze Unterbrechung. Und mache wieder die bekannte Vollbildprojektion. Oh man, das ist, trotz ich es eigentlich eingestellt habe, immer noch ein bisschen laut. Jetzt geht's. Ich möchte einfach ganz kurz dieses wunderschöne Lied genießen. Könnte noch ein Ticken leiser, meinst du? Das werde ich gleich im Optionsmenü versuchen einzustellen. Genau, genau. Machen wir mal sehen, wie das geredet wird und so, ja. Nightbot ist Schnauze. Eines der wenigen Spiele, die ich bereits durchgespielt habe, früher vor 100 Jahren. Von diesem Spiel gibt es. Da ist ein Joint. Genau da. Voll geil. Auf jeden Fall, von diesem Spiel gibt es bereits auf Steam eine 20th Anniversary Edition, also eine 20 Jahre danach Remake Edition mit HD-Bildern, mit HD-Hintergründen, mit aufwendig gestalteten Polygonfiguren. So etwas tue ich meinen Zuschauern natürlich nicht an. Nein, wir spielen das Original aus dem Jahre 1864. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich eine deutsche Version gefunden habe. Insofern, die Sprachausgabe ist und bleibt Englisch, da gibt es keine deutsche Vertonung. Auch beim neuen Teil übrigens nicht. Aber zumindest die Texte sind auf Deutsch und das hat eine Zeit gedauert, bis ich das gefunden habe. Nichtsdestotrotz, ich gehe rüber ins Intro. Und das können wir durch die wundermodernste Technik sogar im Vollbild genießen. Im Vollbild genießen. Ja, wir hatten einen furchtbaren Albtraum. Wie ist denn der junge Mann Gabriel Knight? Und in dem Traum ging es um eine, sah aus wie eine Hexenverbrennung. Ein
sah von der Kleidung aus wie so eine Art Pilgerer, und der dabei stand, voller Entsetzen zusah. Die Hexe hatte verwandelt. Der Mann wurde bedroht von einer Schlange. Es gab ein Medaillon, alles war voller Blut. Dann sahen wir einen Mann am Strick baumeln, und der Mann, der waren wir selbst. Und danach sind wir aus dem Schlaf aufgeschreckt. Und das war das Intro. Machst du mit beim Steam Frühjahrsevent? Gib dafür Bargeld? Oder Badges? Badges oder Bargeld? Bei Bargeld bin ich voll dabei! Alles für die Klicks, alles für den Cash. Badges meinst du vermutlich. Ich weiß nicht, was das für ein Event ist. Also würde ich mal davon ausgehen, dass nicht. Ja, ich kenne das Lied nach über 20 Jahren noch auswendig. Dieses Spiel hat wirklich, wirklich Eindruck hinterlassen bei mir. Und ich möchte es in einem Atemzug nennen mit Ultima 8, mit Zack McCracken, mit Monkey Island. Steht Monkey Island in nichts nahe? Ist natürlich, es ist das gleiche Genre, aber natürlich eine ganz andere Welt, eine ganz andere. Man kann es nicht vergleichen, aber steht ihm in keinster Weise nahe. So viel kann ich jetzt schon versprechen. Wie gesagt, ich habe das Spiel tatsächlich durchgespielt, eines der wenigen, die ich, bevor ich anfing zu streamen, durchgespielt habe. Ja, du kannst deine Erwartungen hochsetzen. Oh ja. Ich träumte in der Nacht, Gestade voller Blut sah augenzündigen Blicks. Der See war weich und tief und schwarz, ein Duft wie ihre Haut. Ich hätte das nicht mal ablesen müssen, ich wusste es noch auswendig. Das Gebäude, das wir im Traum sahen, das war jene Buchhandlung. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. Mm-hmm. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. I can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps, like yours. And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Ja, und wir haben die Kontrolle über den jungen Mann Gabriel Knight, aus dem Deutschen Gabriel Ritter, also nicht Knight wie die Nacht, sondern, ja, Englisch findest du sowieso besser, hast du gesagt, ja, muss ich persönlich sagen, ich spiele und gucke auf Deutsch, was auf Deutsch ist. Möglichst alles auf Deutsch, wenn es irgendwie möglich ist. Ansonsten mit Untertiteln, aber
Ich habe im Prinzip nichts gegen deutsche Übersetzungen von Spielen, von Filmen. Was ich ein bisschen scheiße finde, ist, wenn Dinge nicht so toll übersetzt sind, was die Betonung angeht, zum Beispiel, wo man so richtig raushört, ja, der Typ hat den Film nicht wirklich gesehen oder das Spiel nicht wirklich gespielt und dann, ja, so. Das ist eigentlich eine ganz kleine Sache, aber diese Dinge mit der Betonung, das geht mir. Das triggert mich. Das mag ich nicht. So, wir sind ein stattlicher junger Mann, wie man sieht. Im besten Kampfalter, wie ich hoffe, denn das Spiel wird uns entführen in dunkelste Abgründe des Voodoo, des Amerika aus dem Jahre irgendwas. Des französisch geprägten Amerikas, irgendwie so. Wir haben bereits 0 von 342 möglichen Punkten erreicht. Und ich möchte nun doch noch ein bisschen mit dem Lautstärkeregler herummixen. Denn man könnte ja die Sprache dann eventuell vielleicht die Effekte ein wenig hinuntersetzen im schlimmsten Falle. Aber die Musik ist so wunderschön, die möchte ich eigentlich so behalten. Keine Ikone, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Werden wir vielleicht noch. Kannst du es so lassen? Gut. Werden wir vielleicht noch herausfinden. Ich will zuerst mal das Spiel speichern. Ganz klassisch, der Anfang. Ich weiß nicht, warum. Doch, ich weiß warum. Ich hatte damals meine Spielstände. Ich habe ganz viele Speicherstände angelegt bei allen möglichen Spielen. Und der erste war bei mir immer der Anfang. Doch, das weiß ich noch. Übrigens hier interessant zu sehen, dass die meisten Dinge so relativ nicht allzu hochauflösend sind, nicht mal die Charaktere. Jedoch sehe ich hier direkt einige Dinge, die ähnlich wie unser Mauszeiger eine wenig höhere Auflösung haben. Unter anderem die Zeitung, dieses Vergrößerungsglas, genau, die Pinzette ist das und unser Mantel. So, jetzt kalte Bratwurst mit kalten Pommes und kalte Currysoße. Als wenn ich du wäre, würde ich die Pommes und die Bratwurst klein schneiden und mit den Pommes in der Pfanne mit ein wenig Öl anbraten. Denn kalte Pommes von gestern, die werden nochmal so richtig schön geil knusprig, wenn du sie in der Pfanne anbrätst. Es geht in dem Spiel, wie gesagt, um Voodoo. Ich habe hier auch mein magisches Schutzamulett und Moment. Man kann nie sicher genug sein. Drei magische Schutzamulette, plus einen geilen Zauberstab. Seht ihn euch an. Schwing. Nun, dahin. Den werde ich in einem halben Jahr bestimmt suchen, weil ich ihn für irgendwas brauche. Oh, und natürlich das Getränk, welches, nun, das muss man eigentlich mit dem Öffner aufmachen. Tja, Thomas Henry verleiht so viel Stärke, dass man die Flasche sogar ohne Öffner aufkriegt. Prost! Das offizielle, nicht offizielle Getränk des Widerstands. Wir beginnen unseren Morgen natürlich mit einer Tasse Kaffee. Ich klicke mal auf die Tasse und nicht auf That die. doesn't work that way. Okay.
The coffee has already been made. Der Kaffee ist bereits fertig. Wir schieben. The coffee pot would get cold. Ich übe noch. Wir nehmen. That doesn't seem. Die Kanne. My kidney's already floating, thanks. Okay, wir können keinen Kaffee trinken. Ich hatte in Erinnerung, aber das hatte er bereits schon gemacht, dass wir das als morgendliches Ritual tun. Auf jeden Fall lesen wir die Zeitung. Das ganz bestimmt. Times Picayune, dated June 18, 1993. The front page has an article about the voodoo murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings found at the crime scenes are fake, a scare tactic, and that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Mm-hmm. Right. Okay. Das hat uns bereits einige Punkte beschert. Einen, um genau zu sein. So, damit man auch alles lesen kann. Plündern wir mal. It's certainly light enough. Die Kasse. Wir öffnen sie. Hier sieht man übrigens nochmal alle Symbole, die man einsetzen kann. Das ist nicht irgendwie automatisch und so und nur die möglichen werden angezeigt. Nein, hier muss man noch ausprobieren. Gabriel opens the cash register to examine the take. Or, in the case of St. George Books, the mistake. St. George's Buchhandlung für seltene Bücher ist unser Laden, den wir führen. Wir als Schriftsteller und ja, wenig erfolgreicher Schriftsteller und noch weniger erfolgreicher Buchhändler bescheint, aber wir können zumindest. Gabriel, that's all the change money I have. Touch it, and you can kiss your hand goodbye. Would I do that to you? Nun nicht, jedoch. I trust you can live without this old gift certificate. Knock yourself out. Einen alten Geschenkgutschein, immerhin. Die Lupe, die ihm schon lange ins Auge sticht. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. Und das hier. I'm gonna take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a little scruffy. Just trying to make you feel at home. Ja, und war hier gerade nicht so gut übersetzt. Sie hat irgendwas gesagt von wegen, ja, es sieht eh ein bisschen unordentlich aus oder so, irgendwie sowas. Wurde überhaupt nicht übersetzt und anstatt fühl dich wie zu Hause, hat er gesagt, versuche quasi, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja, nichtsdestotrotz. Gabriel wouldn't dare touch Grace's oil paints. Kann's ja mal geben. There is nothing to operate there. Was haben wir denn hier alles für Bücher? That shelf contains historical references, biographies of kings and queens, that sort of thing. Oh, spannend. That shelf holds used copies of the Dime Strife series, secrets of unsolved ancient UFO mysteries and such. Cool. They just leap out the door. The top shelf contains a set of German books that once belonged to Gabriel's grandfather. Oh. Deutschsprachige Bücher von unserem Großvater.
Gabriel selects a volume of German poetry that he always found strangely compelling. Drei Drachen. Drei Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Seele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, geschwellter Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kind of creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling the guy was one sick puppy. Oh, du machst dir noch gar keine Vorstellungen. Wir haben übrigens ein Tonbandgerät. Damit können wir wohl die Dialoge nachgucken. Irgendwie so. Three snakes in a skull. Gabriel's father painted it. Sympathischer. What a wacky, offbeat kind of guy Daddy was. Sympathischer Großvater. Nun, unser vielversprechendes Horoskop. Ich bin übrigens ebenfalls Wassermann. Hab mich damals schon geflasht. Ja. Und hier ist unsere bescheidene Butze, nenne ich's mal. Was gibt es denn hier Feines im Kühlschrank? Gabriel, shut the refrigerator, please. I could smell it from here. Okay. Women. Hier könnten wir auch irgendwelche Leute anrufen. 666 Hurensohn. There's nothing there to up. Oh. Hello? Robert? No, it's not Robert. Then get off the phone! Okay. Cool. Warte, das versuche ich gleich nochmal. There's nothing. Lanny's Pizza. May I take your order? Wrong number, I guess. Jeez. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Sorry. I think I have a wrong number. Good. Verdammt, ich hab den Typen gar nicht gehört. Hallo, qui est là? Gabriel. Gabriel, je sais pas, qu'est-ce que... Wrong number. Trompé. En erreur, whatever. Quel idiot. Ah, fick dich, du. Blöder Franzacke. Cool, dass man überall anrufen kann. Ja. Später können wir dann tatsächlich noch Leute anrufen, aber im Moment nicht so. The typewriter is too heavy. Ja, ich will sie auch nicht. Ich will sie benutzen. Writer's block. Schreibblockade. All the shelves do is hold books. Und the medicine cabinet doesn't operate. Wieso rufst du kein Telefonsex an? Ja, okay, warte. Sex. Hello, St. Genevieve's Wedding Chapel. How may I help you? Boy, do I have the wrong number. Sorry. That's perfectly all right. Goodbye. Nun, das war zumindest schon nah dran. Aber... die schnelle Nummer suchen wir dann doch lieber im roten Bezirk. Das kommt uns auf längere Zeit günstiger. Hier haben wir noch etwas im Medizinschränkchen. I'll take this hair gel. You never know when you'll need a touch-up. Immer dabei haben sollte man sein Haargel und ein Handtuch. In der Mangelung eines Handtuches haben wir einfach doppelt so viel Haargel dabei. The jar contains frou-frou hair gel.
The magnifying glass is an expensive one with an inlaid jade handle. An heirloom from Gabriel's grandfather. Wow. Benutze das hier. Gabriel can see that just fine without magnification. Okay. Gabriel can see that. Ja, alles klar. So, ich glaube, dass wir hier vorerst da hinten zumindest genug gemacht haben. Wir schreiben an einem Voodoo-Buch, ja? Wir können sie quasi ansprechen und anpöbeln, ich weiß es nicht genau. So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. ja. Und wir können auch richtig mit dir reden. Ich werde mir angewöhnen, das hier da oben zu benutzen oder zumindest die Klicks auswendig zu lernen. Got a minute, Grace? What's up? So, unsere wunderschöne Assistentin, Sekretärin, Buchhalterin und vermutlich auch alles andere. Alles mögliche platonische. Nun? Tell me about yourself, Grace. You're right, Knight. I mean it. What do you want to know? Wie alt bist du denn? How old are you? Old enough to know about men like you. Was Männer wie mich? Ich bin gar keiner von den Männern wie ich. Und das Gemalt sieht noch viel hübscher aus, als du das ist. Hm? Die haben sich damals extrem Mühe gegeben. Die neue Version, die wirkt... Ist ja gar keine Titten. Egal. Die neue Version, die wirkt zumindest von den Polygonfiguren und so, finde ich recht steril. Und das hier wirkt so, also nicht jetzt das hier, sondern das Bild vorhin, wo man rumlaufen konnte, so schön in sich alles passend. Und ja, ich kann die andere Version bestimmt auch mal zeigen. Und zumindest, wenn wir das Spiel durchhaben, spätestens, weil dann gibt es noch ein Ingame-Comic mit der Vorgeschichte, welches man vielleicht mal durchlesen könnte. Das wäre bestimmt lustig. Vielleicht so zum Abschluss mit einem Bierchen. Also wenn wir das Spiel irgendwann durchhaben, dann die ganzen Voodoo-Morde natürlich noch einmal in HD angucken und so. Aber ja, was machst du heute Abend? What do you do after work? Well, I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You know, you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Yeah, How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Gibt's noch mehr? Okay. Just tell me anything at all. I came to New Orleans because I'd read so much about it and I thought, you know, spending a few months here would clear my head. Nun, wir befinden uns übrigens in New Orleans. Sit yourself. Und ich weiß nicht, sind die roten die gehighlighteten oder die blauen? What can you tell me about New Orleans? Hellblauen? Well, I've only been here 2 months, but I love it.
It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Oh ja. Ja. Das sind so andere Dinge und ja, das werden wir mit der Zeit about the voodoo murders? Herausfinden. Just what I read in the paper, same as you. Genau. What can you tell me about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. Hat gerade in der Sprache gestockt, das mag sein. What do you know about the voodoo murders? You won't get far questioning me about it, Sherlock. Jetzt sagt sie was anderes. What do you know about? You won't get. War vielleicht die Soundfile, man weiß es nicht. Do you have messages for me? Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Toss 'em. Okie dokie. There's more when you want 'em. Ja, los. Do you have more messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What does she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. Grace. Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Okay. Sonst noch was? Ist halt ein altes Game. Ja, damals wurden, glaube ich, noch WAV-Files oder sogar RAW-Files verwendet. Ein ganz, ganz komisches Format. Ja, DOS-mäßig halt, und ich spiele es in der DOS-Box. Do you have more messages for me? Here's a strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He said he was calling from Germany. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany? Like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Do you have more messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talking of visiting. Especially with you. What do you want? He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey. Oh, that's H-U-M-P-H-R-E-Y. Fascinating. And that he left some photos for you at the station, at the front desk. Okay. It's about time. Gabriel, those photos wouldn't have anything to do with the voodoo murders, would they? Now, why would you say something like that? Because I know you. You're getting privileged information, aren't you? Did you tell him you'd put him in your new voodoo book? A writer has certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Anyway, that's all the messages. Thank God. Quickie, was machst du denn? Was? Was sind denn der Väter? Vielleicht besser Audio. Ist das das gleiche Spiel? Man hat ja die Zeit, nicht wahr? Man hat ja die Zeit. Kann mal gucken. Tatsächlich. Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank. Aber das heißt auch nicht immer. Aber ich werde trotzdem hier bei der. Ich hoffe, das ist ein Zuschauer. Ich werde es trotzdem hier in der DOS-Buch spielen, zumal
dieses Spiel keine deutsche Oberfläche hat. Wenn ich richtig gesehen habe. Also ich muss es nicht annehmen, glaube ich. Sag du, also ich werde auf jeden Fall bei dieser Version hier bleiben. Aber sonst entscheide du. Ich habe noch nicht auf Annehmen geklickt. Do you have more messages for me? I've given everything to you. Okay. Could you do some research for me? Sure. What? Ist mir egal. Ja, okay, dann klick mal halt auf Annehmen, nicht wahr? Auf jeden Fall werde ich mich damit auseinandersetzen und sie hat dir alles gegeben, ja. Damit auseinandersetzen und gucken, ob die Steam-Version vom originalen Gabriel Knight 1 vielleicht doch die deutschen Texte unterstützt oder sonst halt einfach so lange in den Dateien drin rum manipulieren, bis ich die deutschen Texte habe. Das hat bei Sierra Games eigentlich bislang immer extrem gut funktioniert, auch schon früher. Das habe ich ist eins der ersten Dinge, die ich mir als ganz, ganz junger Mensch selbst beigebracht habe. Spiele selbst mit Hilfe von Dateien, die ich auf der CD zusammengesucht habe, zu ändern. I can't think of anything. Okay. Als nächstes habe ich dann bei einfachen Spielen Grafiken verändert, dass das Spiel nachher völlig anders war. Das waren so kleine Shareware-Produkte und so damals auf Heft-CDs, aber trotzdem für einen Autodidakt war das damals eigentlich schon nicht schlecht. So, ja. Wir haben einiges an Informationen mitbekommen. Unter anderem, wir haben keine Nummer von diesem Typen in Deutschland, stimmt's? Wir haben übrigens den Getränkegutschein, Geschenke. The $20 gift certificate for St. George's looks pitifully new and unused. Ja. Ein $20 Geschenkgutschein für unsere Buchhandlung hier, die bringt mir persönlich so nichts, jedoch. Ich glaube, man verlässt die Buchhandlung durch einen Klick auf den Mantel. Nichtsdestotrotz versuchen wir mal die Tür zu nehmen, ganz herkömmlich. Ja, okay. Got some things I need to do. Have fun. So. Hier gibt es einen Drugstore, das Voodoo-Museum, eine Kathedrale, den Jackson Square, einen Aussichtspunkt, Napoleon House, das weiß ich gar nicht mehr, die Polizeiwache und dann gibt es hier noch das Franzosenviertel, in dem wir wohnen. Also das wäre das. Und das Haus unserer Oma. Die besuchen wir, denke ich, am Ende des Abends. Am Ende des Tages. Polizeiwache. Wache. Fotos von Voodoo-Morden und so. So. Wir sind schon bereits da, okay. Übrigens finde ich dieser Soundtrack ist viel, viel geiler als der von der neuen Version. Gabriel cannot see any way to pick. Kann ich hier einfach hinein spazieren? No one goes back there until I say so, Mister. Sorry. Kann ich den Herren öffnen? The desk sergeant wouldn't appreciate that. Dann kann ich ihn mit dem Vergrößerungsglas erschlagen.
Does this mean anything to you? Nope. Gut, wir sprechen ihn einfach ganz herkömmlich an. Mit, hey, Bulle. Hey, nice precinct. Think so? That's peachy. That means more to me than you could know. Hey, it's a beignet guy. Oh. Great, I'm starved. Gut, das wird bestimmt etwas zu bedeuten haben. Galactic Civilization 2 is got free of Steam. Habe ich bereits. Oh. Stay put, you. Hey, grab me three, would ya? Sure. Ich kann nichts machen. Okay. Aber ich glaube, ich habe es im Humble gekauft. Nicht auf Steam. Thanks. Nun gut. Reden wir einfach normal mit ihm. Got a second, officer? What can I do you for? Und zwar, hübscher alter Mann. Fotos. Wir bekommen Fotos. I was supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah, I got something for you, all right? Soon as you're done talking, I'll give it to you. Sobald wir mit der Hidden fertig sind, gebe ich's, ja. What can you tell me about voodoo? Me? Nothing. I'm a Catholic boy. What do you know about the voodoo murders? I'm not allowed to give out information on police cases. What can you tell me about New Orleans? I'll tell you, I'm glad as hell it's not Mardi Gras. If it weren't for that one month a year, being a cop in New Orleans would be a real pleasure. As it is, I'd rather stick behind this desk. Wir sind nie fertig mit Reden. Doch genau jetzt. Here's that envelope for you, Gabriel Knight. Thanks. So, und darin befinden sich, wir öffnen den Umschlag. Gabriel opens the manila envelope and finds two photographs. Okay. The photograph of Mosley was apparently taken upon his graduation from the police academy. He had hair then. Unser Kumpel Mosley. Und... One of the photos from Mosley is an official voodoo murders crime scene shot. A graphic close-up of a victim. Gut, das wäre das gewesen. Können wir vielleicht noch eine Kleinigkeit mehr in Erfahrung bringen? Can I bother you again, officer? What is it this time? Schwarzes Blut ist ein Alien. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja, I'm here to see Detective Mosley. Unseren Kumpel He's Mosley. Out of the crime scene. Oh. Sorry. Er ist gar nicht hier, okay. Tell me about yourself. Who, me? I'm the Death Sergeant Frick, why? Frick? That's right. You got a problem with that? Not at all. Tatort. Where is the crime scene? Is it related to the voodoo murders? Crime scene information is police confidential. We don't need any more looky-loos than are probably already there. Okay. About Detective Mosley. I told you, he's not here! Yeah. Also gilt es ebenfalls herauszufinden, wo sich dieser Tatort befindet.
Gabriel can't do anything with the officer from the front lobby. Ja, von hier aus, ich denke, hier sind die Soweit sogar schon fertig. The door works pretty. Wir können die Tür nicht einstecken und mitnehmen. Zumindest können wir sie benutzen, das ist schon etwas. Gut. Dann führt uns der Weg doch mal zu diesem Voodoo-Museum. Schließlich recherchieren wir für ein Voodoo-Buch. Hi. Look around all you want. Okay, thanks. Naja, schwarzes Blut. Ja, es ist schon ziemlich schwarz. Okay, du hast recht. Voodoo-Museum, ja? An official voodoo wishing stone. Rub it and make a wish, a card say. Funny, I say the same thing to women. Ich war zum Zeitpunkt des Spielens schon alt genug, um diesen Witz zu verstehen. Muss ich anmerken. I wish I had a million bucks. I wish Grace were as hot as she looks. I wish I could afford to take Gran on a cruise. Oh. Gut, alle guten Dinge waren drei. Was ist das hier Feines? On the table is a small coffin. So small, in fact, that it would only fit an infant. Charming. Und ein hübscher Voodoo-Trommler draußen. A street drummer has settled outside the museum. Gabriel can't do a thing with the drummer on the street. Na gut. Wir öffnen den Kindersarg. Los, öffnen den Sarg. Reiß die Leiche raus. Prost und kalt das Bier. I'm close enough to using a coffin as it is. This coffin is so small. Interesting. Cute, isn't it? Adorable. Do you know anything about it? Afraid not. Und was später wirklich wichtig ist, ist, wenn wir diesen Schalter benutzen, es ist nämlich kein Lichtschalter, sondern ein Schalter für die Lüftung. What is this switch? Klick. Man sieht hier. I can see why. Dass die Schlange komplett durchdreht, wenn man den Ventilator. Gabriel has no interest in the noisy fan at the moment. Die Schlange total durchdreht, wenn man den Ventilator anmacht. A wooden doll with horns is on the back table. Looks like Jack Nicholson. The historical voodoo museum is brimming with items authentic and original. Natürlich sind sie das. Something about the shape of that knife gives Gabriel the creeps. Ja, dieses Messer werden wir später noch noch einmal sehen, ich sag's mal so. The back wall displays various voodoo items, such as an anatomically correct voodoo doll with pins strategically placed. Now why does that remind me of Grace? The back wall displays various voodoo items such as a bandana that was once worn by a voodoo queen. Nice bloodstains. The back wall displays various voodoo items, a gaudy shell necklace, a poster advertising a voodoo tour of the city, winters only. An anatomically correct voodoo doll
with pins strategically placed. Now, why does that remind me of Grace? Gut, so wiederholen sich also die Informationen. It's a basket for donation to the free museum. Could I ask you a few questions? I wouldn't be much help. You should talk to Dr. John, the owner. He'll be back tomorrow. Morgen. I see. Okay. Thank you. David, deine Trommel macht mich ganz kirre. Ja, warte du nur, was die Typen mit ihren Trommeln noch angeht. So, how's the museum business? I don't know. I don't normally work here. A very large, very formidable looking snake is secured in a plexiglass cage. Das ist übrigens eine ziemlich scheiß Art, eine Schlange zu halten. Ich meine, guck das an. Ich sag, guck das an. Das ist, als würdest du einen Hund in deine Handtasche stecken und, nein, ich habe nichts gesagt, aber... Guck das an, das macht man doch nicht. Dass es überhaupt legal ist. A striking portrait of a turbaned woman is on the back wall. Gabriel wonders who she might be. Large, elaborate drums occupy a corner of the museum. A beaded gourd is on display. He's got more hair than Mosley. Reminds me of a book critic for the New York Times. Damn, I've always wanted a skeleton with a bowl on its head. I would... Looks like Jack Nicholson. A historical... Yeah. Gabriel doesn't recognize the museum's flags. An authentic looking pole marks the center of the room. Authentic what? Gabriel isn't sure. Ja, gut, ich denke, das wäre das. Hier gibt es noch nicht viel Informationen. Bevor, Moment, nein, warte, halt, stopp. I'll be gone now, thanks. So long. Naja, Halal, du mich auch. Ich will noch mal kurz gucken. Hi. Look around all you want. Okay, thanks. Da man jetzt tatsächlich jeden kleinen Pixel anklicken kann, was ist das? Die historical... Okay. I'll be gone now, thanks. So long. Ja. Wir würden gerne den Tatort finden, wo sich unser Kumpel, der Cop Mosley, aufhält. Aber die Bullen spucken keine Informationen aus. These binoculars. Four pairs of binoculars. So, aha. Ein Bulle befindet sich auch hier unten im Park. Dann hier ein Haufen musizierender... was auch immer. Die Fanggläser sind übrigens jeder auf eine andere Ecke ausgerichtet. Warum auch ein Fernglas aufstellen, mit dem man überall hingucken kann? Das wäre ja... Wenigstens muss man keine Münze einwerfen. Ja, der Pantomimen-Typ. Mit dem habe ich als Junge ganz viel rumgespielt. Ja, und unser Freund Gabriel lässt sich Zeit. Man kann doch nicht irgendwie schnell laufen oder so. Nein. Wir betreten den Park selbst.
A cop has driven his motorcycle into the park. Something Gabriel would probably never get away with. On the motorcycle is a police radio. Uh-huh. Anyone seen Jill? Ja genau, das muss ja cool und lässig aussehen. Ein Polizeifunk. Nun, das könnte uns helfen, den Ort des Tatorts, den Ort der Tat heraus, zu finden. Could I ask you a few questions? Not now, buddy. I'm busy. I should have noticed that. Thanks. Yeah, right. Ja. Tatsächlich gibt es uns Informationen, dieser Polizeifunk. Allerdings müssen wir dazu den Polizisten zuerst weglocken. Why, you nasty thing, you! I'll call the police, I will! Nun, ja. Wir haben nun ganz Monkey Island-like einen Affen im Schlepptau, wie es scheint. Der ist eine Faxenmacht. Tatsächlich. Ah, sie haben ihn gerade verscheucht. Ich hab genau in dem Moment geklickt. Ich habe es wohl weggeklickt. Hey, stop picking on me! I'll tell my dad! Wie immer so weg, so. Nun gut. Wir nehmen ihn. Moment, wir scheißen ihn zuerst mal an. Stop following me! Interrogating a mind would be an exercise in frustration. Na gut, bevor ja noch mehr Menschen in die Quere kommen, nehme ich ihn mal mit. Versuche der Frau irgendwie auszuweichen. Könnte eine kleine Geschicklichkeitsübung darstellen. Tatsächlich geht das viel leichter, wenn man die Details des Spiels quasi auf Null stellt. Dann sind nämlich keine anderen Menschen hier, keine Passanten. Und... oh oh. Und das führt dann dazu, dass man den Pantomimen ganz einfach durchlosen kann. Aber geht auch so, geht auch so. Wir bringen ihn zu unserem... Die Musik ist auch so bekannt. Hm. Hoffentlich wird die nicht gemutet. Ja, Hey, cut that out! I told you to stop that! Alright, mister. You want some of this? Und nun haben wir Zugriff auf... Zugriff auf... Gabriel picks up the headset and listens. Ambulance 9-1, have you located the crime scene? They've radioed for you 3 times. Ma'am, did you say it was north of the Lake Retreat Country Club? South. Lakeside Drive north of Piedmont Pier, south of the Country Club. Ma'am, I don't know if it's the clouds out here today or what. This guy's already dead. Everyone's having trouble. Must have been hallucinogens in the coffee this morning.
so misty out here or something. Hey, I see a squad car. Got it, Molly. Thank God. Have a good one, 9-1. Interesting. Stupid mime. Hey, you! Get away from that bike! Sorry. Ich hab nur geguckt. So. Diese Information war schon so viel wert, dass wir hier den Tatort freigeschaltet haben. The crime ja. Scene team is still at the site. Gabriel parks a bit out of the way and walks over to avoid adding to the general confusion. Schönen guten Abend, Hippie-Tante. Schön, dass du hergefunden hast. Hey, mostly. Huh? Not you, Weir. I told you not to call me that. Feeling jumpy? Who, me? Don't be stupid. How'd you find me? Oh, I was just driving by. Mm-hmm. Well, for the book. But don't tell anyone I let you see this, huh? It's another one, as you can see. Same M.O. and no frickin' clues. We're still waiting on an ID for the body. That's disgusting. Isn't this a rather, public area for this kind of thing? Yeah, they're freaking ghosts, these guys. Lakeshore Drive isn't exactly the 10 Expressway, but it is open to the public. No reports and nothing. Now, who the hell is that? Ah, ja, genau. Good day, Miss Getty. What's going on, officer? Detective Mosley, ma'am. We've got a little problem here, but nothing for you to be concerned about, Miss Getty. I see. Thank you, Detective. And good day, gentlemen. Whoa, I'm in love. Forget it. That's Molly Getty. She's about as far out of your reach as the moon. Probably on her way to meet some guy with a yacht right now. Near here? The lake's a popular place for country club. If she's out here a lot, maybe she saw something or heard something. Nah, nobody ever sees or hears nothing. I told you. Besides, you just don't go around bothering people like her. We've about wrapped it up, sir. It's another clean sweep. Let's get the meat wagon moving, then. Do you want to leave an officer here, sir? Nah, just leave the tape up for a few days. Yes, sir. If you'll excuse us, sir, we'll take him away. Stick around and take notes for the book if you want. Watch out for the muck in the water moccasin, though. I'll be back at the station. Stop by if you want to go with Kate. Thanks. So, also, wir sind nun allein an diesem Tatort. Hippie Tante, wie geht's? Hungrig und müde, kaputt und mit eigenen Löcken will, aber kann halt nicht doch nichts schreiben. Ja, so geht's mir eben auch immer. Ja, wir sind nun am Tatort allein. Gut. Gabriel don't need to take the police tape. Gabriel don't need to take the police tape. Ich will es aber. Wenn ich irgendwo so Polizeiabschwörband finden würde, ich würde es sofort einpacken.
Okay. There seems to be a pattern to the lines in the sand. But if there is a pattern, it's smeared. There's only one small area that's clearly defined. Ja, da guck doch genau. There seems to be a pattern to the lines in the sand. But if there is a pattern, it's... Out! Out down the spot! Will these pristine banks ne'er be cleaned again? The lines in the sand are fairly large. Ja. Magnification wouldn't make them any clearer. Und das Blut vielleicht? Ah, schau mal an. Gabriel is already magnifying the sand. It's extremely big, bloody sand. It's cool auf jeden Fall, dass man das machen kann. There's nothing. Und hier im hohen Gras versteckt sich nicht etwa ein Pokémon, sondern it's very large grass. Irgendwas ist hier drin, das weiß ich. Vielleicht mit der Pinzette. There doesn't seem to be, Nein, noch nicht. Da sind Zecken drin, brenn es ab. Ja, brenn alles nieder. Alles niederbrennen. Nee, irgendwo weiß ich, dass man was findet. It's very large grass. It's very large grass. Vielleicht muss ich es wirklich zuerst niederbrennen. Was stand da? The sand doesn't work that way. Der Sand funktioniert so nicht, okay. It's extremely big sand. Okay. It's extremely big sand. There's nothing worth ma- Ja, vielleicht da hinten. It's extremely big sand. There's not. Ah, warte mal. The grass has a matted appearance there. Das Gras ist an der Stelle etwas eingedrückt. There are marks in the grass, as though some heavy wire object had been set there. Ein Objekt mit schweren Reifen, sowas wäre da gestanden. Wenn ich mein Flens trinke, wird ein Quadratmeter Sand gereinigt. Gabriel carefully uses the tweezers to take the small iridescent scale. I think it's a snake scale, but it beats the hell out of me, what kind? Eine Schlangenschuppe haben wir wohl gefunden. Gabriel magnifies the scale from the lake. The iridescent scale is brilliantly hued with greens and purples. Alles klar. Ich habe irgendwie, glaube ich, in Erinnerung. Ah, tatsächlich, das sind die einzelnen Gespräche. Do you have messages for me? Die wir hier nochmal anhören könnten. Also der nimmt tatsächlich jedes Gespräch auf. Okay, kann man machen. Bestimmt auch mit seiner Oma nachher, aber okay. Ich glaube, wir müssten diese Zeichen hier noch irgendwie
Zeichnung. Ich weiß es gerade nicht, aber ich habe sowas gar nicht dabei. Also. This is the first page of inventory.